Die Frage, ob und wie ein Kohleembargo umgesetzt wird, ist gut vorbereitet. Ich habe ja vor, wie lange mag es her sein, 14 Tagen, den Energiesicherheitsbericht oder die Fortschreibung des Energiesicherheitsberichtes vorgestellt, mit den Zahlen grob, dass Deutschland von 50% Kohleimporten aus Russland sich durch Vertragsumstellung in den letzten Wochen, jetzt dann zwei Wochen her, da wird auch was passiert sein in der Zeit, aber sich ungefähr auf die Hälfte reduziert hat, also noch ungefähr 25% der Verträge mit Russland am Laufen sind, dass wir bei Öl von 35 auf ungefähr 25% runtergegangen sind und dass wir den Gasverbrauch von Russland von 55 auf etwa 40% haben reduzieren können. Daraus folgt, dass wir durch die Schrittfolge der Regierung, durch die Arbeit, durch die tägliche Arbeit, durch auch die Bereitschaft der Unternehmen und die Unterstützung, die wir manchmal gewährleisten können der Unternehmen und schrittweise von russischen Importen losmachen. Und dann ist es natürlich ein naheliegender, konsequenter Schritt, dass man diese Losmachung auch irgendwann einfach festschreibt, beispielsweise in Sanktionen. Insofern ist das völlig à jour der Linie, die wir die ganze Zeit aufgebaut haben und zeigt, dass, so denke ich, die Schrittfolge dieser Regierung, nämlich erst die Voraussetzungen zu schaffen und dann die Schritte zu gehen, statt Schritte zu gehen und danach erstaunt festzustellen, dass man gar keine Voraussetzungen dafür geschaffen hat, der richtige Weg ist. Sie sehen also, mit welcher Geschwindigkeit wir uns unabhängig machen von russischen fossilen Energien und dann tatsächlich, welche politischen Handlungsfelder wir uns dadurch erschließen.